Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII, das Remake auf der PS5. Und wir sind am Wall Market angekommen. Und wir suchen tiefer. Willkommen auf dem Wahlmarkt! Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei! Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot! Vergnügt euch zu zweit! Oder vergnügt euch getrennt! Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch! Kein Bedarf! Gehen wir, Cloud! Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr! Okay. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier erstmal schön um. Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Wie viel? Wie viel? Was fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Ich habe gehört, mein Sohn Johnny soll sich hier auf dem Wallmarkt rumtreiben. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens 8 Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. Willkommen. Eine Pause gefällig? Warum nicht? Herzlich willkommen. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht kommt da noch irgendwie eine Sequenz oder so. Nö. Toiletten. Hyper, hyper. So, was haben wir hier? Geht hier was? Nee. Halt, hier war ich doch gerade. Hier kann man sich sehr schnell verirren. Oje, wann bin ich denn eingeschlafen? Im Morgengrauen schlage ich zu. Irgendwann muss jeder schlafen. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Naja, irgendwie so anders. Romantischer? Okay, hier ist uns nichts mehr. Vielleicht kaputt? Hereinspaziert, nur keine Scheu. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Die Stimme. Absolute Neuheit auf dem Wallmarkt. Ein Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Herzlichen Dank. Hier rumzuhocken und sie zu beobachten, ist nicht viel. Wie kann das sein? Das war doch gerade noch in meiner Tasche. Diese triefende Fleischfüllung. Da hier jetzt diese ganzen Konturen viel schöner sind, wie damals auf der PS4, schaue ich mir alles ein bisschen genauer an. Frische Honig, Knödel, Leute.
Die zerfließen euch im Mund. Mega süß und mega lecker. Dumplings. Lecker, lecker. Ach, guck mal. Das Fleisch ist wirklich davon. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Gibt's irgendwas Interessantes hier bei dir? Lieber Herr Chatley. So, ich glaube nicht. Nö. Wir können Waffen zurücksetzen, aber eigentlich... Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Brauchen wir eigentlich nicht. Was ist denn das hier? Brutal. Sieht ja schon irgendwie eklig aus. Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Noch nicht. Noch nicht. Sagen Sie, sollten Sie nicht langsam raus zu Ihrem Mann? Wenn er mich vermisst, kann er ja reinkommen. Wenn ich in Geschäfte wie dieses komme, fühle ich mich, als wäre ich wieder 20. Und warum? Zieht man Klamotten nur mit 20 an, oder was? Ja, das finde ich auch. Farblich super. Ich glaube, das nehme ich. Oh, Doku. Hallo, Doggo. Okay, in die Richtung gehen wir gleich. Hm? Johnny! Johnny! Ich hab schon wieder den ganzen Lohn. Ja, das hier ist auch eine Kneipe. Auch wenn es nicht so aussieht, der wird es nämlich ziemlich. Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann. Alter Lustling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Cornelio macht mit dir was. Bitte, Mann! Ob bei dem da drin alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja. Das kommt ja durchaus häufiger vor. Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Okay. Ich nehme mal die Materie hier mit. Lass dich nicht abhalten von mir. Didi. Du hast Alexander, die Esper Schoko aus dem Beschwörer. Was ist los? Ich weiß. Realistisch sein. Ich bin nun mal keine Bienenkönigin. Hey, Moment mal, dich kennen wir doch. Oh! Was ist? Du bist doch die Frau vom Helmchenhof, oder nicht? Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier?
Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Mhm. Aufpassen, dass mir die Leute mit Hausverbot. Okay, Johnny, was geht denn hier ab? Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Nicht wirklich. Schade, aber hätte ich mir denken sollen. Du siehst ja nicht gerade aus wie ein Poet. Und auch dein Gesicht spricht kaum ein Band. Bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Fürchterlich. Na, was ist? Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh! Ich habe keine Zeit zu verlieren! Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Der ist immer so drauf. Er ist ein bisschen durch den Wind. Okay. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Okay. Geht's denn hier lang? Honigmädchen ist Melitta, kein Zweifel. Das ist wissenschaftlich bewiesen und empirisch belegt. Moin, moin. Versicherungs... Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Natürlich. Ich würde gern hier durch. Okay, geht nicht. Kommen wir später hier nochmal hin. Wenn du reklamieren willst, solltest du... Nein, nein. Du steigerst dich da zu sehr hinein. Nein, nein, nein. Das brauche ich mir von dir nicht sagen lassen. War hier nicht noch eine Treppe nach oben? Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Der kühle Nachtwind wird helfen. Ich warte hier einfach. Irgendwann muss sie herauskommen. Die Platte kann noch so gut sein. Zwei Stück brauche ich davon nicht. Okay, hier kommt man auch nicht durch. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Okay, danke für die Info. Hier sind ziemlich viele so kleine Hintergassen. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Hä? Hey du Vogel, ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Diese Bauchschmerzen. Oh. Okay, darf ich wieder gehen? Danke. Jawohl.
Habt ihr euch der Sache angenommen? Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Und den neuen da komme ich auch nicht durch. Okay, also das müssen wir uns merken, die Seitengassen können wir wahrscheinlich erst später betreten. Ja? Hä? Hm? Die bringen die Stadt noch garantiert um einen ganzen Haufen Geld. Ob bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse... Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus! Also wenn die dieses komische Sandwich gegessen haben, ist kein Wunder, dass die sich die Seele aus dem Leib kotzen. Das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Ja, das habe ich. Dann zeig mal, was es hier Schönes gibt. Heilen, okay. Können wir vielleicht wieder was verkaufen? Ich glaube, da habe ich schon wieder ein bisschen was eingesammelt. Ich könnte eine von denen mitnehmen. Die kann man nur kaufen? Nee, auch verkaufen, okay. Kann man es auch sortieren? Bitte schön. Na, nicht Pause. Ich wollte ins... Wenn du Gil hast, mag ich dich. Nein, ich wollte ins Menü. Es geht nichts über Kombi. Oh, damn it, man. Jetzt. Bam. Ich würde das gern sortieren. Irgendwie geht es nicht, ne? Ist es schon sortiert? Okay. Ich komme gar nicht weiter. Okay. Nein, nein. Anscheinend geschlossen. So warm und wohlig. Das fühlt sich an, als wäre es nicht der eigene. Okay, wir gucken mal kurz auf die Map. Kann man gerade in den Außen. Da gehen wir mal noch nicht hin. Da wird man ja ganz süchtig danach. Ja. Das war die Apotheke, da waren wir schon. Okay, da bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Dann gehen wir jetzt mal dahinter. Der alte Waffenhändler war ein komischer Chaos. Aber ich mag den. Hab dich doch nicht so. Doch nicht hier. Vor all den Leuten. Der Panzer von Typ 60 und 30. Überall dieser Schrott. Kann dir nicht mehr. Was ich nicht alles dafür tun würde, einen Schildrachter in die Hände zu bekommen. Wie hatte der das genannt? Torpedos? Der alte Waffenhändler war ein komischer Chaos. Aber ich mag ihn. Materia Eis? Okay. Hereinspaziert! Bei uns herrscht freie Platzwahl. Was darf's denn sein? Empfehlen kann ich natürlich die Empfehlung des Tages. Hereinspaziert! Bei uns herrscht freie Platzwahl. Was wohl? Sushi natürlich. Dann hätte ich gerne den Grillteller. Chef, kannst du mir noch zu?
Eigentlich wollte ich etwas kaufen, was man noch im Weihnacht findet. Am meisten freue ich mich aber über die Nacht. Die Nacht ist noch jung. Chocobo Popcorn! Holt euch euer Popcorn in Chocobo-Farbe! Frisch gepoppt! Chocobohnen, der beliebte Snack aus den Slums! Jetzt mit noch mehr Geschmack! Karaoke? Okay. Was ist los? Oh, ich würde alles davon essen. Yum, yum, yum. Genau so was meine ich damit. Gefällt dir das Leben auf der Platte? Was ist los? Soll ich drauf unterschreiben? Plattenfirma, aufgepasst! Ein ungeschliffener Diamant! Alles futsch! Aus und vorbei. Meine geliebten Zuckerschnecken, bitte verzeiht mir. Meine geliebten Zuckerschnecken, bitte verzeiht mir. Und wenn ich gewinne, gebe ich dir einen Kuss. Chocobo Popcorn. Oh, das ist sie, die legendäre Schleimschuhe. Sieht schon richtig gut aus, oder? Alter, halt die Stahl! Ich hab zu viel Proteinshakes getrunken. Und mein Magen ist voll mit Vitaminpillen. Glaub mir, ich hab noch nie ein Training bereut. Wow, spürst du auch diese Aura? Das Kolosseum bringt mein Kämpferherz immer zum Rasen. Du meinst wohl dein Spielerherz? Waffen? Kennst du den Typen, der immer neben der... Willkommen im Waffenladen des Weimarkts! Wieso habe ich davon allem immer nur eins? Na gut, wirklich viel bringt es mir auch nicht, ne? Ich habe so viel Geld. Egal. Bis zum nächsten Mal. Wollen die den Wallmarkt in die Luft jagen? Was ich nicht alles dafür tun würde, einen Schildrahmen. Hoffen wir mal, dass sie sehen. Okay, da geht's auch noch nicht rein. Sieh mal. Oh. Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Ja, ich wollte aber erst gerne in diese Seitengasse. Mal kurz auf die Map. Okay, es sieht aus wie eine Sackgasse, von daher können wir erstmal hier lang. War denn hier eine Abzweigung? Hm. Okay, ist noch zu. Ach ja, das kennen wir doch. Zumindest diejenigen, die das alte Spiel kennen. Liegt hier sonst nichts rum? Nee, okay. Hier geht's auch nicht hoch, ne? Nee. Okay, gut. Also ich denke, jetzt haben wir uns genug hier umgesehen. Ich denke, jetzt können wir langsam die Story wieder vorantreiben. Da ist noch eine Kiste.
Spaß zu. Ich muss schon sagen, das Anwesen von Don Corneo sieht schon ganz geil aus. Würde ich auch drin wohnen wollen. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris... Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos. Madame M. vom Massagesalon. Und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Wenn du wirklich rein willst, ist das der einzige Weg. Na gut. Dann komm, Eris. Gehen wir ein bisschen durch den Walmart schlappen und holen uns Empfehlungen für Don Corneo. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Sam. Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja. Ich habe alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Okay, wir gehen erst zu Sam. Der Chocobo Fritze, der war nämlich ganz am Anfang vom Walmart. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das hier falsch lauf. Nein! Wie konnte ich nur? Ich bin so ein absoluter Vollidiot! Johnny? Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn's nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Okay, Cowboy.
Es ist doch gezickt, oder? Avers. Schade. Reverse. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Okay, gut. Kein Empfehlungsschreiben von Sam, aber dafür die Münze. So, dann gehen wir als nächstes darüber. Ja, ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Du erstmal hier, ja. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Die Herrschaften. Oh. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh. Dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Schade. Ich wäre jetzt gleich gern hier reingegangen. Gut, dann probieren wir es nochmal bei der Madame. Bin ich jetzt richtig? Nee. Glaube ich nicht. Jetzt guckt doch mal her. Gebt euch diese Was ist los? Sich mal durchkneten, das ist richtig gut. Oh.
Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden. Und Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Okay, was nehmen wir denn? Premium, Standard, billig? Also ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich die Premium-Massage genommen. Jetzt ist die Frage, wirkt sich das irgendwie aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja gut, es kann sich höchstens auf das Verhältnis zu Madame auswirken. Ja komm, wir nehmen das Premium-Paket, oder? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's weh getan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Hm? Okay, ich bin jetzt Aris, ne? Bist du okay? Ja. Tiefenentspannt. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Oh.
Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich find's okay, es sieht praktisch und bequem aus. Sieht praktisch und bequem aus. Verstehst du das? Ja, eigentlich schon. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Okay, wir huschen. Ganz schnell. Okay. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Nein, tust du nicht. Lady. Hier wird nicht wild rumgegrapscht. Ich will mich doch nur umsehen. Okay, hier ist aber nichts mehr, ne? Okay. Okay, gut. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Wallmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Nee, nehme ich nicht. Aber wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part erst, was in dem Kolosseum abgeht. Also bis dahin. Bye, bye.